Hallo und herzlich willkommen zurück zu Persona 5 und dem Beagle. Okay. Wir wollen ins Mementos. Everyone's here. Listen up. I'm gonna make him pay. Ja, für den Rest, ne? Sorry, ihr Kittens. Okay, let's go. Aber die restlichen mache ich dann, wenn Futaba mit im Team drin ist. Futaba mit im Team drin ist. Vorheriges Gebiet. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Aber anscheinend nicht hier. Juhu! Oh, nicht so aufdringlich, Kumpel. So, geht's hier hoch oder runter? Bin ich wieder zurückgefahren? Nee, warte mal, doch, ist richtig. Mist. Ich muss ja nach oben. Sagt sie immer noch nichts dazu? Okay, interessant. Nein. Treasure chest. Ich habe keine neuen Dietriche gemacht, fällt mir gerade auf. Oh Gott, da geht's nicht lang. It's alright, Kumpel, alright. This car is more comfortable than I expected. I'm sorry, but whenever I ride, my stomach begins churning. Okay. Bitte lass sie jetzt in diesem. Lass ihn jetzt bitte in diesem Gebiet sein. Then. Okay. Das ging äußerst zügig. Ja, dieser Doktor braucht einen Sinneswandel. What a jerk. Yeah. I'll never forgive you. Versuch's doch, Penner. Oh, er ist auch noch so ein Äffchen. Ist dieser Apfel größer als die normalen Affen oder bilde ich mir das ein? Das ist nicht so beeindruckend wie die Base-Kumpel. What have I done? Was? Wir können der Ärztin helfen. Und wie er das mit dem Mantel so... Pff. Hey!
Nein! Ach, scheiße. Warte, eigentlich. Kann ich denn, zu einem niedrigeren Bereich? Das war jetzt Zufall, Leute. Also, wie komme ich jetzt? Da geht's nur nach unten, ne? Ah, verdammt. Danke. Oh Gott, sag mir nicht, ich kann immer nur... Doktor? Ne, jetzt ist er nicht hier. Wow. Aber ein bisschen klar. Gib mir doch die Blume, falls ich den Doktor sehe. Oha. Ich glaube, das war der 10. Stern. Auch wenn ich das gar nicht so wollte. Nur hier raus, aber das ist ja schon eine Hürde. They're actually quite entertaining. I myself am interested in porn. Ich muss nur nach Gebiet 5 jetzt, ne? Das ist ein bisschen doof gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ein Lebensstein. Raus. Alright. What do you want to do? Oh. Ich wollte ja nicht viel machen. Ich darf heute nichts mehr machen. Mist. Hey. Ich hab direkt große Augen gekriegt. Oh mein Gott, SP! Katze hat gesprochen. Schon wieder was Neues, unglaublich. Naja. All right.
möchte eigentlich zu der Ärztin. Yes. Wow. Ups, habe ich beide glücklich gemacht. Shall we return home? Jetzt habe ich die beiden zu Freundinnen gemacht, ist doch schön. Ich meine, Makoto braucht eben ein paar mehr Freunde, also alles gut. Oh, wir sind bei 38%. Jetzt sind wir bei 38%. Okay, es war kurze Zeit doch wieder runtergegangen. Ich sag euch das mal dazu, weil ich ja da drüber geblendet bin. Nur noch eine Woche bis zur Frist. Ey, habt ihr das Forum gesehen? Ja, die Leute sagen, wir sollen uns beeilen und die Zivilisten beschützen. Sie sagen einfach, was sie wollen, ohne an die Konsequenzen zu denken. Mann, ich kann es echt nicht fassen, dass die damit nicht aufhören. Wie geht's dir eigentlich, Futaba? Wir sind echt dringend auf ihre Hilfe angewiesen. Sie hat im Palast ganz eindeutig von Majet geredet. Ich glaube ja, dass sie was vorhat. Sogar Makoto hat auch die dunkle einfache Abwandseite gewechselt. We don't have much time left. I know what... Nice. Yo. Hey. Oh, 20 Stück, oh. Das ist gut. Vielleicht 3. What are your thoughts? Oh, this place looks interesting. This drink. What are your thoughts? I enjoyed that. That's it. All right. Thank you. Eine Nacht in Kyojuji. Was habe ich denn da jetzt erreicht? Das habe ich ja bei niemandem erreicht. Hey! Selbst wenn Akechi sich jetzt melden würde, hätte die Doktorin für mich Vorrang. Ich
muss sofort herkommen. Du hast doch im Krankenhaus gearbeitet, ob das gerade in den Nachrichten berichtet wird, oder? Das Krankenhaus, über das in den Nachrichten berichtet wird? Oh, Kindchen, ich habe befürchtet, dass jeder denselben Schlussforderung ziehen würde. Aber ich wusste, dass du so viel schrecklichen Taten nicht fähig bist. What is it? Oh, du hast wirklich keine Ahnung, oder? Oberarzt Omoyada hat sich gestellt. Er hat im Hintergrund die Strippen gezogen. Er hat dieses gravierenden Fehler gemacht und die Schuld jemand anderem zugeschoben. Hä? Huh? Er wurde überall darüber berichtet. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe schon die ganze Zeit gespürt, dass etwas faul ist. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass du diesen Fehler nie begangen hast. Hurra! Aber was ist ein medizinischer Fehler? Das ist so Kindermund, ey. Was? Das ist etwas, das unter keinen Umständen passieren darf, würde ich sagen. Was soll das? Es stellt sich selbst. Aber warum ausgerechnet jetzt? Das ist egal, es ist zu spät. Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich sie nicht retten konnte. Was? Das ist unmöglich. Wurde etwas über die Patientin gesagt, bei der er den Fehler gemacht hat? Sie muss das sich erst verdauen, aber ich habe gehört, dass sie verlegt wurde. Oh. I see. Mhm. Do you have time? Du bist mir doch, oder? Vergiss, was ich gesagt habe. Wir machen mit der Entwicklung weiter. Ich habe einer Ärztin geholfen. Alright. Sorry. Thanks. Ich fand ihre Story jetzt auch ziemlich cool, weil ich auch da aktiv einfach was machen konnte. Take care. Ich habe der Ärztin gerne geholfen. Man, it's hot. Na, sorry, Kumpel, aber. Neid nennt man das, Schätzchen. Neid. Die haben alle auch einfach richtig so Selbstwertgefühl gleich null. Alright. Eigentlich sogar im Minusbereich.
let's go. Until next time. Okay. Bla 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 bla. Hoppala, Zuckermaus dreht durch. Ihr hört sie bestimmt im Hintergrund bellen. Oh, sie klingt sogar richtig böse. Bestimmt hört sie irgendeinen anderen Hund draußen bellen oder dein Auto stört sie mal wieder oder irgendwas anderes. Wie sehen deine Pläne für heute? Sag mal, Yusuke, was ist falsch bei dir? Vertrauen. Yusuke ist immer noch auf Rang 4. Also die meisten dümpeln bei mir ja schon ein bisschen so rum, ne? Ich frage mich, wie ich die Staatsanwältin höher kriegen soll, ob das überhaupt geht, also... Yusuke... Ist halt die Frage, wenn ich seine Dings... Dann versuchen wir es einfach mal. By the way. Let us be off. Der Kirche? Indeed. Well then. Was eine böswillige Aussage, Yusuke. Ach, Yusuke. I'm in your debt. So ein seltsamer Typ. See you. Außerdem hat sich das jetzt nicht eher nach. Das hat sich weniger nach einem Busch als nach einer kaputtgerissenen Hose angehört. Aber sei es drum. Rain, huh?
Alter, uns läuft die Zeit davon. Online werden die Leute auch immer unruhiger. Sind wir erledigt, wenn die Sache nicht gut ausgeht? Über diese Möglichkeit will ich gar nicht erst nachdenken. Stimmt, die Leute, die uns früher als Helden verehrt haben, scheinen uns jetzt zu hassen. Beagle hat recht, tut mir leid, dass ich euch zu komisches Zeug geschickt habe. Ist schon gut, uns geht's hier allen so. Ich versuche meine Tarnung nicht auffliegen zu lassen. Das sollen wir alle. It sounds like everyone's, but considering how fast the... Sonst niemand? Verdammt. Okay. Ja, der bringt mir nichts, der Typ. Die Fumi bringt mir auch noch nichts. Und sonst ist niemand da? Das ist traurig. Auch nicht er? Nö. Oh. Hey, hey! Kunst aus? Woher soll ich das wissen? Japan. Achso. Ja. Alright. Nice. Yay. Ich wollte zwar mein Wissen nicht erhöhen, aber sei es drum. Wir können den. Wobei, ich kann Dietrich hier machen, glaube ich. Versuchen wir es mal. Zack. Okay. Habe ich genug für Dietriche? Jo. Fünf kann ich machen. Yeah. Perfekt. Yes. Yeah. Noch 3 Tage bis zu der Frist, ne? Niemand ruft mich an. Okay. Makoto. Ey, sonst niemand? Ja, gut, dann. Ne? Wohl Makoto, ha? Huh? Okay. Okay. Deswegen habe ich das so schnell bei ihr hochgekriegt. Ja nun, ne? Jetzt habe ich aber auch nichts zu tun, weil keine Leute hier sind. Ich kann aber mal wieder gucken gehen. How can I help you? Nee. Yeah. Ja, ich hab das erste Mal nicht wirklich was zu tun, ne? This rain is intense. Da kann ich auch gleich in der Tat. Take your time. Das nicht erst gekauft. So, und jetzt geht's ab nach hier und dann arbeite ich im Supermarkt für die Katzen-News. Hey, hey! Die Leute sind wirklich ein bisschen passiv-aggressiv eingestellt gegenüber den Phantom Thieves. What do you want to do? What would you like? Stell 10 TP wieder her. Ah. What do you want to do? Oh, thank God. Senpai. Um.
Mhm. Viel wichtiger ist. Wanna head back? Hm. Oh, toll, na gut. Schade. Ah, you're back. Nice. Die Reporterin nervt mich schon mal kleines bisschen nervt die mich. Andererseits habe ich gerade auch niemanden. Was ist denn hier los? Ist ja Flaute, Ebbe. Was? Kein Mensch will mit meinen Ferien was mit mir zu tun haben, oder wie? Oh, honey. Hey, hey! Hey! Eigenartig, Leute. Ganz, ganz eigenartig. Wie, heute will auch niemand was von mir? Takemi? Anne und Yusuke? Kazumi? Dann gehe ich nochmal arbeiten. Was soll ich machen? What do you want to do? Oh, thank God. Bringt mir auch Kohle ein. Welcome. So the thing is. And that's what I thought. Huh? Yeah. Good work today. Schön. Right. Yes. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt viel oder wenig ist. Ist die aufdringlich. Andererseits sehe ich schon wieder aus, als hätte niemanden sonst. Was soll ich machen? Sorry. Du musst
irgendwas im Hintergrund ablaufen sein, damit das so ausgeht. Muss ganz schön hart für dich sein, als Kind sowas durchgemacht zu haben. Vergiss die Vergangenheit, einfach versteck dich. Wir stecken im selben Boot, was Brandmarkierung angeht. Ah, Lala-chan, einfach unglaublich cool. Hayao Murakami. Wir waren in der Branche echt bekannt und haben zusammen viele Skandale ans Licht gezerrt. Bis zu dem schicksalhaften Tag. Wir waren in einem gewissen Beamten auf den Fersen, der Mittel aus Fonds für Flüchtlinge abzweigte. Er erwischte seine Spuren ziemlich gut, sodass wir kaum an belastbares Material gekommen sind. Eines Nachts schickte mir Kayo eine Sprachnachricht, dass sie endlich etwas gefunden hätte. Danach habe ich nie wieder etwas von ihr gehört. Der Beamte fand man am nächsten Tag tot. In dem Liebes-Kayo hat. Habe ich nie wieder gesehen. Tja. Shit. Was haben die da alle für Stories, ey? Wie ich hier der Psychiater für alle möglichen Leute bin. Alright. Der Junge hat aber auch einen echten Schlag weg bei den Mädels hier überall, ne? Ah, okay. Ryuji, Makoto geht nicht. Na gut, meine Lieben, was wir genau nächste Folge machen, das schauen wir uns dann nächste Folge an. Ich weiß es gerade noch nicht. Habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein!